Hi Mädels, wieder mal ein Outfit. Ich hatte es ja schon angekündigt. Ein wenig, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Diese Mütze erinnert mich sehr an Chris Brown und den Stil, der dahin im Moment getragen wird. Ja, ich habe es ein wenig durchkombiniert. Einen schwarzen Cardigan von Zara. Er ist schon alt, mit so Permutknöpfen und so weiter. Dann ein Top von Zara ebenfalls, hat so einen komischen... Ein Top von Zara mit so einem Frauenkopf drauf, so sehr grafisch, so verwickelt irgendwie. Habe ich dann, bisschen dreckig, ist vom Puder draufgefallen, ist bei schwarzen Hosen nicht so gut. Habe ich einfach reingesteckt in die Hose, drunter habe ich ein schwarzes Spaghetti-Top von H&M, kennt ihr ja eigentlich, also trage ich immer. Dann von Zara, auch schon alt, eine Hose mit so Taschen und so Bömsels an der Seite, also Reißverschlüsse an beiden Seiten. So sieht das Ganze von hinten aus. Die ist leider schon ziemlich kaputt, also hier reißt die und, aber gut, guckt mir ja keiner zwischen die Beine, hoffe ich. Dazu trage ich Chucks, ganz einfach, weil die recht schwer mit den Taschen zu kombinieren ist, wenn man nicht hohe Schuhe anhat quasi. Deswegen Chucks passen ganz gut, Gott sei Dank. Ja, wie gesagt, die Mütze ist von H&M, kostet glaube ich im Moment knapp 5 Euro. Und ja, das dazu. Dann habe ich meine Michael Kors Uhr an, die schwarze Keramikuhr von Primark. Lederbänder mit so Nieten drauf. Ohrringe habe ich nicht an. Dachte, das mit der Mütze reicht dann. Ja, Nagellack ist von Essence. Aus dieser Twin-Dings, die Color Base 1. Einfach 1 oder heißen die ja noch irgendwie? Romeo, 02 Romeo. Einfach der silberne. Und dann habe ich von P2 dieses Matte Victim Topcoat drüber gepackt. So dass der silberne glänzende Lack jetzt matt ist. Ja. Fand ich mal ganz witzig. Die Idee überzeugt mich noch nicht so ganz, aber vielleicht ist es auch einfach nur Gewöhnungssache. Dann als Kette habe ich diese Kreuzkette mit einer Gravur und zwar Conscious. Die durfte ich mir aussuchen von meinenamenskette.com. Die nette Dame hat mich angeschrieben und gefragt, ob ich mir nicht eine Kette aussuchen möchte und die vorstellen möchte. Und ich war zwar immer schon hinter diesen Namensketten, aber so richtig gezogen hat es mich da halt nicht hin. Und oder doch schon hingezogen, aber ich habe mich nie überwinden können, mir dann wirklich eine zu kaufen. Und hab dann erst gedacht, okay, cool, eine Namenskette, Kati und so weiter. Und hatte dann aber durch den Shop geguckt und hab diesen Kreuz gesehen. Und hat mich sofort an, ich weiß nicht, an wen er erinnert. Da steht jetzt, glaube ich, das Taylor Momsen oder wie die heißt. Also eine Kette getragen hat und da ist auch ein Bild, glaube ich, mit dabei. Auf jeden Fall, aber ich glaube, sie erinnert mich an irgendwen anders. Und gerade in der Bloggerwelt sind, glaube ich, diese Ketten recht rumgegangen. Also dieses mit dem Kreuz dran. Und ich fand es halt schön, dass man noch was drauf gravieren lassen konnte. Und Conscious, ich bin zwar nicht religiös, was jetzt das Kreuz auch nicht implizieren soll, aber Conscious im Sinne von, ja, Conscious im Sinne von, ja, jetzt fehlt mir gerade die Übersetzung. Es ist immer so. Ich habe es auf Englisch und kann es da nicht mehr übersetzen, aber ist ja klar. Naja, und das ist 750er... Nein, die Kette ist mit 750er Gold, also vergoldet. Es ist ein einfaches Schmuckmetall und hat so eine Kugelkette. Und liegt so ein wenig schräg. Also wenn der Verschluss hinten gerade drauf ist, ist das Kreuz halt seitlich. Die liegt im Moment, ich habe 45er Länge, so, das wollte ich noch sagen. Ich habe erst überlegt, ob ich die nicht vielleicht doch hätte etwas kürzer nehmen sollen, aber ich finde die von der Länge her eigentlich ganz schön. Also... Man kann die auch so ein bisschen zurückziehen, dann passt das. Die ist recht scharf abgeschnitten, sodass sie manchmal ein bisschen kratzt, aber dann merke ich wenigstens, dass der noch da ist. Weil die einfach halt so dünn und so leicht ist. Ich trage normalerweise nicht so ganz so dünne Ketten, aber ich muss auch sagen, dass ich die in den letzten, seitdem ich die habe, in der letzten Woche, in den letzten anderthalb, zwei Wochen, wirklich
jeden Tag getragen habe. Also es wundert mich selber persönlich, aber ich finde die einfach unglaublich schön. Und ich finde, trotzdem, dass die Gold ist, passt die eigentlich echt zu vielen Sachen. Ja. Die kommt in so einem Karton. Also auch schön zum Verschenken. Steht nochmal meine Namenskette drauf. Und natürlich gibt es auch einen Rabattgutschein. Einfach mit dem Gutscheincode Geschenk bekommt ihr quasi 10% Rabatt. Ja, so viel zu der Kette. Die ist halt recht minimal, aber ich finde, die passt mit dem Kreuz eigentlich ganz gut. Und da ich ja sowieso immer Silber und Gold mixe. Ja, soweit dazu. Dann, da es draußen ja kalt ist, werde ich diese beiden Schals von Primark tragen. Das ist einmal der schwarze, den ich euch in dem letzten Primark-Haul gezeigt habe. Und dieser hier ist schon alt, den habe ich schon wesentlich früher von Primark geholt. So, und da natürlich jetzt einer zu kalt wäre bei der aktuellen Wetterlage, habe ich die einfach zusammengepackt, weil sie eigentlich das gleiche Muster haben. So, und werde die dann einfach so dazu tragen. Ja. Also hauptsächlich eigentlich den schwarzen, weil ich den schöner finde, aber ich finde es nicht schlimm, wenn das Weiß so ein bisschen da rausguckt. Und dann ist er auch wirklich dick genug. Also ich habe den letztens schon draußen getragen, gestern. Da hat das gut funktioniert. Also war auch warm genug. Ja. Also insgesamt schwarz-weiß gehalten. Finde ich aber ganz schön. Also auch mit dem Tuch und dann das hier nochmal, dieses Schwarz-Weiß, so ist so ein bisschen verwickelt. Lässig mit der Mütze, die habe ich hier außerdem neu, habe ich das gesagt? Ja. Finde ich schön. Ich wollte immer schon eine haben, die hinten so runterhängt. Ja, und jetzt bei dem Wetter kann man die auch gut tragen. Auf dem Gesicht, vielleicht ist das noch ganz interessant. Ein paar neue Sachen. Von NYX das HD-Puder in der Farbe Nude. Das ist... jetzt geht's nicht auf. Gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also nach den ersten zweimal auftragen jetzt, so zweimal getragen, finde ich das echt toll. Also das macht es gar nicht so pudrig irgendwie, sondern insgesamt halt, es deckt ein bisschen und es mattiert ein bisschen, aber es sieht nicht so pudrig aus. Finde ich sehr, sehr schön. Ihr wisst ja, dass ich das gerne mag. Deswegen das Kiko-Puder habe ich ja auch so in der Art deswegen genutzt, aber das finde ich eigentlich nur einen Tacken besser. Dann auf den Wangen habe ich von MAC den Britwood. Gibt es, glaube ich, leider nicht mehr. War, schätze ich, in der LE. Bin mir aber nicht ganz sicher. Dann auf den Lippen habe ich einmal als Unterton von NYX den Lip Pencil in Nude Beige. Die 857. Und drüber ein Nude Gloss von Kiehl's. Und zwar den New York Nude. Ja, die beiden halt zusammen. Und wimperntuschenmäßig bin ich auch fremdgegangen meiner Max Factor und habe mal diese von NYX Long and Full Lash Mascara with Grow Lash Serum ausprobiert. Ja, also gefällt mir am Anfang jetzt so ganz gut, aber das muss ein Test, denke ich, zeigen. Soweit sind wir, glaube ich, durch. Ich wünsche euch einen schönen Abend noch, schönen Tag, je nachdem. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!